Commander Talia Angehörige der Spezies Autresca. Im Gegensatz zum Menschen besitzt sie eine natürliche Waffe in ihrem knöchernen Fortsatz am Kopf. Die Spezies der Autresca, deren Fähigkeiten in der Raumnavigation unübertroffen sind. Für sie ist die Kunst des Navigierens durch die endlosen Weiten des Universums ein intuitiver Akt. So wie ein Vogel den Weg am Himmel findet oder eine Wurzel das Wasser in der Erde spürt, so navigierten die Autresca durch das Universum. Es ist eine Gabe, die ihnen in die Wiege gelegt worden ist. Eine intuitive Verbindung zur Raumzeit selbst. Die Autresca hatten seit jeher einen hervorragenden Ruf als Navigatorinnen und Wissenschaftlerinnen. Sie sind bekannt für ihre Fähigkeit, die komplexesten astrophysikalischen Phänomene zu erforschen und zu erklären. Doch Talia weiß, dass dieser Ruf auch seine Schattenseiten hatte. Die Autresca werden oft als verdrehte Genies bezeichnet, vom Rest der Galaxie als rätselhaft und unnahbar betrachtet. Es ist schwer für sie, menschliche Emotionen zu verstehen und nachzuvollziehen. Dies führt oft zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Auf ihrem Heimatplaneten Aziris herrschen raue und unwirtliche Bedingungen. Stürme toben über die weiten Canyons und die extreme Hitze lässt die Oberfläche beinahe unerreichbar erscheinen. Dies ist eine bewusste Wahl der Autresca, um ihre Spezies vor gierigen Eindringlingen zu schützen. Sie haben gelernt, dass die Geheimnisse des Universums am besten in Ruhe und Abgeschiedenheit erforscht werden. Doch die Natur ihres sozialen Gefüges ist noch rätselhafter als ihre Heimat. Die Autresca leben in kleinen, isolierten Clans, über Generationen hinweg getrennt und verstreut über den Planeten. Es gibt keine Zentralregierung oder offizielle Organisationsstruktur. Stattdessen vertrauen die Autresca auf genetische Codes, um ihre Beziehungen und Verantwortlichkeiten zu bestimmen. Es ist ein ausgeklügeltes System, das sie vor langer Zeit entwickelt haben, um ihre eigenen Konflikte zu minimieren und ihre Art zu schützen. Henry, ein Mensch, hat das Privileg, einen tiefen Einblick in die wahre Natur der Autresca-Kultur zu bekommen. Durch seine zwischenmenschliche Beziehung zu Talia hat er gelernt, wie die Autresca ihre Emotionen verbergen und ihre Verbindungen untereinander aufrechterhalten. Er weiß von einem Vorfall in einem Biolabor vor Generationen, bei dem die männliche Bevölkerung fast ausgelöscht worden war. Seitdem hatte sich die Genetik der Autresca verändert und eine Geschlechterungleichheit hinterlassen. Es ist ein dunkles Geheimnis, das die Autresca sorgfältig hüten. Talia selbst ist hin und her gerissen zwischen ihrer Loyalität gegenüber ihrer Spezies und ihrer Liebe zu Henry. Durch ihre Beziehung erkannte sie, dass es mehr gibt als nur die gewohnten Pfade des Navigierens oder die strengen Regeln der Autresca. Sie begann, ihr eigenes Verständnis von sich selbst und ihrer Spezies zu hinterfragen und zu erforschen. In ihrem innersten Kern sehnte sie sich nach einem Weg, ihre einzigartigen Fähigkeiten mit den intimen menschlichen Bindungen zu vereinen, die sie noch nicht vollständig verstehen kann. Talia hatte bisher auf Durox noch nie einen so selbstbewussten Menschen wie Henry getroffen, jemanden, der aus freiem Willen in diese Welt gekommen war. Es war äußerst ungewöhnlich und faszinierend zugleich, einen Fremden mitten unter all den hilflosen Seelen zu sehen. Von Neugierde getrieben, wollte sie ihn näher kennenlernen, denn sie spürte sofort eine seltsame Verbindung zu ihm. Es geschah an einem sonnigen Tag in der Wüste von Durox, als Talia das erste Mal Henry begegnete. Er stand auf einem Felsen und ein gigantischer Sandwurm näherte sich ihm bedrohlich. Alle anderen hatten bei einer solchen Begegnung mit einem Sandwurm panische Angst bekommen und waren letztendlich gestorben. Doch Henry blieb ruhig stehen und griff nach etwas an seiner Schulter. Daraufhin gab es einen lauten Knall und der Sandwurm regte sich nicht mehr. Es war offensichtlich. Dieses Wesen besaß die Fähigkeit, einen Sandwurm auch über große Entfernungen hinweg zu vernichten. Nicht nur Talia hatte dies gesehen, sondern auch die anderen Gestrandeten durch das Anomaliephänomen auf Durox. Vorsichtig trat sie näher an ihn heran, ihr Blick voller Neugierde fixiert auf ihn gerichtet. Talia wusste um ihre Andersartigkeit im Vergleich zu den anderen Bewohnern hier auf Durox. Doch scheinbar störte dies Henry nicht im geringsten. Er lächelte ihr entgegen und begrüßte sie so vertraut klingend, obwohl sie ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Der weitere Verlauf ihrer Reise ist ungewiss. Doch Talia ist bereit, die Grenzen der Autresca-Kultur zu durchbrechen
und ihr eigenes Schicksal zu gestalten. In ihrem Herzen trägt sie die Hoffnung, dass ihr Volk seine Fähigkeiten und seine wahre Natur eines Tages in all ihrer Komplexität erkennen würde.